Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Pengu's fucking Party, Mann. Okay, die Augments sind ein bisschen lame, ne? Nimm Champion Delivery, komm. Ein da. Twice per Stage gain a high cost Champion. Titus Journey, danke dir für dein Twitch Prime. Geil, Leute bannen. Wusstest du bei Endring viele Leute bannen? Ist das so? Das ist ein bisschen an mir vorbeigezogen. Oh, ich bin übrigens süchtig, Leute, ne? Das ist nicht gut. Das Spiel kam im November raus. Ganz schwierig. So, man kriegt am Anfang so einen Golden Remover. Den kann man unendlich oft benutzen. Das ist schon mal sehr geil. Nee, aber bei diesem werde ich alles spoilern. Ah, ja, ja. Achso, ist nächste Woche schon DSC-Time. Ja, soweit werden wir nicht sein, ne? Boah, bis Freitag das Spiel durchspielen? Ah, maybe, ne? Maybe. Okay, yes. Das sind einfach Cupcakes, ne? Da kann sich niemand das Spoiler und Backseat verkneifen, klappt nie. So, und jetzt kommt's nämlich. Gene Glacial Immortal. The text from Champions holding Immortal will to stun their target. Your team gain laser drones. When a unit attacks or is hit. Was ist am coolsten? Wahrscheinlich Laser Corps, ne? Laser Corps klingt cool. So, your team gains laser drones. When hit a unit or hit is it a magic damage. Drones are reassigned to another ally on death. Magic damage. All units gain additional drone. Ja, das ist vom Monster Attack 2022. Steht auch immer darunter. Finde ich ganz cute. Ich weiß noch nicht so ganz, was wir hier spielen. Man wird eigentlich mit Items zugeschissen. Gerade läuft Mac Pilot. Jorde mit Midnight Siphon bei mir, Alter. Kannst du den Chat wieder runterpacken? Klar, kann ich machen. Danke dir für den Reminder. Ihr solltet ja immer gut lesbar sein, ne? Ja, das sieht hier nach einem relativ straightforward Trickshot-Start aus. Wie funktionieren denn die? Wenn eine Unit attacks or is hit by an attack? Also eher gut für Tanks, I guess. Haben wir hier Stoilweaver ready? Sich Jenna droppen, Garen kaufen. Die Zahl 80 ist die natürliche Zahl zwischen der Zahl 79 und der Zahl 81. Wieder was gelernt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ist das krass. Danke dir, Querzero, für unfassbare 80 Monate, ne? Also, kann sich das gar nicht vorstellen, wie lang das ist. Also man kann bis 80 sein, dann kann man es. Aber, pst. So. Let me think. Wer muss denn hier so lange falten, Alter? Oh, der ist AFK, ne? Aber er gewinnt trotzdem alle. Also, guter Modus, um AFK zu gehen. Too much candy. Rerolls cost 0 Gold. Ja. Maybe eine Reaper-Party mit so einem riesigen... Oh. Nee, es ist malcht, ne? Das ist einer meiner absoluten Lieblingscomps. Und die muss man, finde ich, nehmen. So, jetzt müssen wir leveln. Müssen wir natürlich jetzt auch von Anfang an spielen. Das ist Triad Trickshot. Hat der ein bisschen Rageblades oder bilde ich mir das nur ein? Was geht denn da ab? Okay, aber die Idee gefällt mir. Das kriegen wir hin, glaube ich. Inkshade Sniper. Okay. Okay, okay, okay. Ja, das kann auch was. Aber es ist nicht so bad. Also das wäre natürlich auch eine Option, aber sieht ja, zwei spielt man eigentlich. Whenever you have the chance. Der ist AFK.
Ja, da hat man entweder die Option, jetzt hier in Fate reinzugehen oder Triad durchzuspielen. Aber ich finde die Idee tatsächlich ganz cute zu sagen, guck mal, ich habe diese ganzen Laser-Corps und die wären sehr, sehr tanky. Triad die 5% additional damage. Einmal durchscouten, wir sorgen mir die Gegner bekommen. Oh, du bist aber jetzt aber sehr tryhard hier für früh am Morgen, ne? Ein Reaper. Welches Set war dein Favorite? Wahrscheinlich muss ich sagen, das mit Mercenary Arena. Mercenary war sehr prägend für mich. So, der hat Slamming. Der hat Keepers, Portable Forge, Reaper's Crest, Magic Wand, Metabolic. Keepers und Reapers klingt ähnlich, ist aber nicht dasselbe. Hey, ich war gestern bis 1 Uhr vor der Kamera. Für mich ist morgen. So. Ultra Creepy Darien. Danke dir für jetzt schon 1,5 Jahre. Legende. Vielen Dank. Oh ne, der hat sich gerade alles gegenseitig genockt gehabt, ey. Nein, wo rennst du denn hin, na? Auf geht's, Laser! Ist jetzt noch nicht so überzeugend, ne? Ah, Second Most Damage. Kann nett sein. Da passiert was. Vorkost. With Vorkost. Da ist mein Ohren. Geh weg. Geh weg. Geil. Das ist natürlich mega nice, ne? Triad hat natürlich auch ein bisschen darüber gebalanced, dass du Triad 4 halt erst spät kriegst. Deswegen ist Triad-Emblem auch immer recht gut für Winstreak gewesen. Aber jetzt kriegen wir natürlich randomly den Ohren sehr früh rein. Und das wird uns womöglich helfen. Kurz für neue hinzugekommen vielleicht. Was ist der neue Modus? Ja, das ist so ein Revival-Ding. Ganz viele alte Sachen. After each player commit, gain around 1-3 cost champion that usually fits your team is added to your bench for free. Gain champion. If you have 5 or more 3-star champions, you gain instead. Yordle champion. Yordle is back. My friends. Yordle ist back. I can't believe it. Wir haben den Super Remover, deswegen können wir hier Items of Ohren machen. So, 3-Star-Champions schaffen wir easy. It usually fits your team. Einmal warum sie usually schreiben. Ist es so ein, wir haben es nicht richtig gecodet bekommen, deswegen ist es manchmal kaputt oder so? Bin mir nicht ganz sicher. Blue Buff Ohren habe ich glaube ich auch noch nie gesehen, aber. Ja, das war hier. Ostknuckles. Das ist so diese Set-Mechanik gewesen. Das macht ja auch Volibear, das klingt spannend. Bruder, du passt gar nicht. Was ist mit dir? Weil ich Bruiser hab oder was? Das heißt, ich darf nur Triad drin haben. Natürlich ein Desaster. Okay, das heißt, wir dürfen nur Triad reinnehmen. Aber es gibt kein Three-Cost-Triad. Was macht er dann? Oh boy. Will ich wissen, was er dann macht? Ja, kommt sofort die Polizei. Weil ich kein Three-Cost-Triad habe. Oh, Galio, aber irgendwie auch ein bisschen sehr tanky, ne? We tricked the system. Anzeige ist direkt raus, aber war sehr fast, ne?
Okay, Tam, wir müssen über dich reden. Ich weiß, du willst unbedingt in unser Team, aber wir wollen dich nicht. Das klingt so hart. Ich habe direkt ein schlechtes Gewissen. Das ist krass. Ja. That's good. Boah, wenn ich jetzt einen Two-Cost Warden krieg, ist es nah. Also ich kann nur Amumu als Kackoption kriegen. Das ist okay, ja. Leider noch keine Kindred, ne? Markier die mal, vielleicht habe ich die überrollt, aber ist natürlich nicht möglich, dass ich Fehler mache. Ist Triad hardlocked als Teamkombo oder kannst du wechseln? Mit Mulch bist du hardlocked. Und da ist Nomsi. Nomsi auch nur positive Gefühle zu dem Ding, ne? Aber wenn es einen selbst trifft, ist es natürlich rough. So, sieh wir vor Laser, wie du abgehst. Mach mal was. Da. Drum. Ja, also Laser-Corps braucht man wohl zwei, ne? Also, sieht nicht so krass aus. Es kann auch One-Cost rauskommen. Ja, aber die One-Cost, die sind ja, die ignorieren wir. Die Snow. Oh, Kindred, sehr gut. Anderes Item ist schon machbar hier, ne? Ich habe eigentlich ziemlich gute Items. Man eigentlich auch mal nehmen, ne? Auch mal was riskieren im Leben. So, jetzt gehen wir eigentlich steil. Aha. Oh, ich bin nicht 6 gegangen, weil ich ein Idiot bin. Sage, ja. Ist okay, ne? Ich spiele einfach dann Aatrox Morgana für 4 Ghostly. Und dann ist das okay. Ja, ich muss sagen, Laser Corps fühlt sich, ist war halt schon immer eher so ein passiver Trade. Und fühlt sich da deswegen völlig überraschend auch nicht so geil an. Ich kann natürlich 6 gehen müssen. Ja, wir müssen jetzt zumindest mal bis nahe 2 rollen. Aber was ist denn mit Kindred? Ist Kindred kaputt? Jetzt haben wir natürlich mehr, ne? Welchen Raid willst du dann aber auf 2 machen, oder Laser Corps? Also Laser Corps enttäuscht mich sehr, ne? Der ist immer noch AFK. Aber der hat trotzdem jetzt zumindest 4 Units. Das heißt, wir kriegen zumindest ein bisschen was für Mulch. Aber Full Loose Tree können wir deswegen natürlich nicht spielen. Das heißt, ich bin jetzt geforst, gleich zu rollen, bis ich Kindred und Nahe 2 habe. Junge, das geht mir entspannter heute ab. Das fühlt sich echt nice an. Hm. Na gut, vielleicht muss ich doch eine Chance geben. Wie ist jeder AFK, ne? Ich glaube, ich nehme sogar den Nah. Ich muss anyway rollen. Ah, man spielt hier Kane. Das heißt, man nimmt auch den Kane. Das ist mein Bett. So. Ja, Laser Corps oder Yordle? Was wollt ihr haben? Komm, wir ziehen Yordle durch. Yordle war immer Fan Favorite.
Boah, muss tief rollen, um die Kindred 2 zu hitten. Aber ist sehr wichtig. Es sind leider, glaube ich, zwei Leute AFK. Erlebt man auch nicht jeden Tag. Vielleicht gibt es gerade Connection Issues in Deutschland oder so. Aber das kriegen wir hin, ne? Also wir haben jetzt schon 8 Rek'Sais. Wir haben 5 Nas, 5 Shens. Also 3 Freestyle schaffen wir. Oh ja, geil. Money. Du hast schon gelesen, dass du 5 Freestyle brauchst. Ja klar, ich bin nicht zu dumm zum Lesen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich hoffe mal, dass Weiger krass ist, ne? Weil der wird auf jeden Fall teuer. Und dann muss er ja wenigstens was machen, I guess. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Mein Orn hat mein Nah eine QSS gebaut, in dem Moment, wo gerade die Nautilus Ultimate auf ihn zuflog. Und er hat es dadurch easy gedodged. Laser Chaos 1, muss ich sagen, würde ich nicht nochmal picken. Wenn, dann auch durchziehen. Ich bin meinen Yoda-Run mit Weiger 1 onboard gestorben. Hast du eigentlich die League-Partner-Programm Poggle Cosplay Pengu Little Legends? Also da gibt es eine Little Legend, die 4... Ich habe keine Ahnung. Also ich war ja eine Zeit lang nicht im League-Partner-Programm. Das war ganz witzig, weil ich dachte, ich bin rausgeflogen, weil ich halt nicht mehr so viel League mache. Aber ich war dann auch aus TFT raus, das hat mich ein bisschen gewundert, aber man will ja nicht meckern, ne? Und turns out, was a mistake. Es war ein Missklick, der auf Seiten von Riot irgendwann passiert ist. Aha. Es gibt ganz viele Trades. Also ihr habt da ganz viel zur Auswahl. Machen wir so. Sonst auch Red Buff Kindred spielen, aber Morellus fühlt sich schon ein bisschen besser an. Könnt ihr Items ja eh ständig switchen, deswegen ist auch Thief's Glove zu bauen sehr, sehr worth in dem Modus. Was macht mir denn hier so viel Schaden auf meinen Nah? Das ist eine Kayle, I guess, ne? Aber ich mache einfach gar keinen Damage am Galio, weil ich keine Penetration habe. Der ist einfach sehr tanky hier. Hat gerade 7000 getankt, als wäre es gar nichts. Haunted House, Inspiring Epitaph, beides ganz cool. Little Buddies fühle ich nicht. Atrox und Shen kriegen. Den Fight Resistance auch nicht schlecht. Ist hier Unified. Warum habe ich einen Malphite? Der kam aus dem Yordle-Ding. War keine ernste Frage. Ach, vorbei, es geht schon klar so, ne? Ja, ja, ja. Da ist der trainierende Voli. Aber der kommt gar nicht zum Training, weil ich den nicht gekillt kriege. Oder zumindest erst deutlich später, als ihm wahrscheinlich lieb ist. Can you calm down?
I guess he can't. Da, fuck. Krasser Typ. So, was gibt's für uns? Noch ein Elfheit, ich weiß es nicht. Da müssen die Jordets halt auch mal mithelfen hier. Zeigen noch nicht so ganz das, was ich gerne sehen würde. Wollen wir 4-5 das erste Mal runter? Bitten die beiden 3-Star. Aber wir sollten gar nicht rollen, ne? Wir müssen ja auch noch Ilawis 3-Star. Damit Yordle aufgeht. Ist halt, Yordle 2 zu nehmen, ist halt vor allem geil, wenn du halt One-Cost-Reroll spielst. Weil ich spiele halt die ganze Zeit ohne irgendeinen Trade auf 2. Weil der Yordle-Buff gibt mir natürlich nur was, wenn ich dann auch 5 Units auf 3-Star habe. Das passiert halt erst recht spät. So ein Triad-Emblem hier jetzt, das wäre doch was. Irgendwas dabei, was ich brauche, nicht so richtig, ne? Auch nicht ein Last Whisper at some point. Ja, Yordle mit Heavenly beispielsweise, sehr, 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 sehr gut, ja. Aber hier kann es halt auch funktionieren. Wir müssen halt auch ziemlich lange überleben. Das ist halt ein hohes Risiko, vor allem, weil einer halt die ganze Lobby zerstört. Nice, noch einen Nah bekommen. Das tut jetzt weh. Aber jetzt ist das Bankproblem auch gelöst. Kommt eher ein Black Cleaver. Hand of Justice hat man früher öfter gespielt. Kann man auch machen. Ah, 3 Shen 3. Und dann muss halt die Lowy kommen. Das Ding ist, fürs Recost muss man halt auch noch Level 7 gehen. Da hinten ist Nomsi. Muss man vielleicht ein bisschen breiter mal anfangen aufzustellen. Wobei Nomsi hier jetzt wirklich, glaube ich, nur Rek'Sai getroffen hat mit der Ult. Macht ja dieses Feuerspucken. Da muss man sich zu ihr durchprügeln, aber das schaffen wir auch. Das ist gut, 82 Enemies killed. Völlig fein. Was hast du für uns? Jogat, ich ahne es nicht. Okay. 8 Shens, 8 Kindreds, 5 Ilawis. 5-1 hitten wir Shen und Kindred. Danach gehen wir 7. Und dann müssen wir noch 5 Ilawis hitten. Was war dein All-Time Highest Rank? Challenger. Mein All-Time Highest Rank war Challenger. So, hier ist jetzt der Silas Tooster. Der ist immer so ein Endgegner für Nah, weil Nah den Mist mit der Ult. Gerade finde ich auch ganz schön gesehen. Der Nah geht aber dann in die Backline direkt. Das ist natürlich super. Jetzt haben wir auch mal Laser, ne? Das sind 1800 Damage, ist echt nix, ne? Bitte meine Lüge zu entschuldigen. Wir hätten natürlich hier schon. Wurden die Champion-Anzahl wieder angepasst für den Mode? Ich denke, es ist dieselbe wie im Ranked. Würde mich wundern. Wenn die Yordle sind am besten Combos Bruiser, du das Story Weaver. Ja, aber dafür hast du ja Heavenly vergessen. Also Bruiser safe. Aber hätte, wäre, wenn, ne? Kann man sich nichts von kaufen. So, Ilawi. We need you by my side. Level 8 für Kay natürlich auch huge hier. Huge.
from what it is, what it is. Boah, der Sound ist echt eklig. Das tut in den Ohren weh. Ja. Das ist ein schmaler Kart jetzt, ne? Doch, du kommst auf 5 3-Star-Units, aber halt nur mit den entsprechenden Comms. Das habe ich hier auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ist, glaube ich, besser, ne? Wahrscheinlich Rexai sogar da. Weil dann macht Rexai hier diese, zweimal diesen Solo-Knock-Up mit möglichst vielen Units drumherum. Nice. Jetzt, oh, Rexai hat Second Most Damage gemacht. Maschine. Man hat sich ein bisschen betrogen, ne? Liegt die ganze Zeit, ob wir hier schon 8 gehen müssen. Ob wir hier 8 gehen müssen, weil wir ohne Dings vielleicht überleben. Oh, der ist zu ziehen. Das ist natürlich ein Flop für uns. Ja, der Damage. Ja. Witzigerweise ist es hier Sage, ne? Prozent Omni-Vamp für die Frontline ist schon nice. Rallus auf Morgana? Oh, das auf Kindred auch gut. Vor allem, weil Morgana ja nichts, womit sie casten kann gerade. Also wäre es nur so mittelmäßig effizient. Oh, let's go, Mann. 1, 2, 3, 4, 5. Zu Beginn der nächsten Runde kriege ich da meinen ersten. Awkward vom Positioning her. Ja, jetzt ist natürlich die spannende Frage, ob der Weiger einen Boardplatz wegnimmt oder nicht, ne? Welcome back, Weiger. Long time no see. Well, that sucks. Der gute alte Weiger. Ja. Du hast ungefähr 18 Millionen Laserkorb. Wir haben ihn besiegt. Weiger Second Most Damage.
Good stuff. Ja, das Problem ist, der muss natürlich jetzt auch Ewigkeiten überleben. Ja, man kann ja diskutieren, ob Kane besser ist als Morgana. Morgana gibt halt auch Sage. Aber schon weird, ne? Der Jump von 1 auf 2 Sage gibt 12% der Omnivamp. Von 2 auf 8 gibt nur 8. Von 8 auf 4 gibt dann 10. Und erst bei 4 auf 5 kriegst du 15. Das heißt, der Jump von 2 auf 3 ist der schlechteste im Game. Spricht dann eher für Kane. Ja, aber kann sein, da fehlt doch eine Menge Geld. Ja, unterschätzt mal die Rek'Sai nicht, ne? Wegen Mulch macht 5% extra Damage. Und dieser AOE-Knock-Up hier, look at this so, ne? Dadurch kriegt er halt zweimal einen dreimal Knock-Up raus. Das ist schon echt ein Unterschied. Das Problem ist, der Weiger wie früher trifft nicht, ne? Der ist ein bisschen blind, ist er. Jetzt ist aber zumindest Weiger Tooster, das hilft natürlich nochmal huge. Probieren wir's. We trust in Weiger. Ja. Ich empfinde das als in Ordnung. So, Kindred hat 300% AP Scaling auf 3 Star. Weiger hat 450. Er hat gerade mit Morello 628 Damage nur gemacht. Scheiße, hier hätte ich switchen können. Er hat halt über Sage, kriegt er halt auch nochmal 30 AP, das ist not bad. Die Zeit bis zur ersten Ult ist halt immer ein bisschen besorgniserregend. Aber er killt natürlich auch sofort Backline. Ja, doch. Doch, doch. Ja. Das ist okay, also. Das ist ein Spellcrit-Angle, ne? Und der hat FF deswegen. Der war so sauer. Brauchen wir eigentlich den Rek'Sai Knock-Up auf dem Voli, damit der dich abfuckt? Auf geht's, Weiger. Ja, er trifft nicht gut. Boah, mit 19 Schaden haben wir den gerade gemacht.
Das ist eine Menge. Na, ist schon besser, ne? Okay. Okay. Ja. Es gibt ein realistisches Szenario hier, Vigas Restart zu hitten, ne? Ja. Wir spielen einfach zweimal Weiger. Wir haben jetzt quasi unseren richtigen Weiger und dann unseren Backup-Weiger. Und ich würde sagen, doppelt hält besser in dem Fall. It's possible, guys. Wir dürfen den Fight nicht verlieren, aber gleichzeitig auch nicht... Nein! Warum FFst du denn, du dummer Wichser? Entschuldigung. Also in einem For-Fun-Modus eine Runde vor Weiger 3 aufgeben. Also weiß ich nicht. Da würde ich meine Erziehung aber mal hinterfragen. Junge, Junge, Junge. Ja, da wird man auch mal emotional. Also, FF bitte in Fun-Modus nicht. Ist aber trotzdem fantastischer Banger. Ich werde euch natürlich versuchen. Jorde is back. Ich werde euch natürlich versuchen... Vigas Restart noch zu präsentieren. Aber das schaffe ich nur mit mental stabilen Gegnern. Ja. Bis morgen um 11 Uhr.